Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Huch. Gut, das machen wir gleich nochmal. Fängt schon wieder gut an. Zu Let's Play Dishonored. DLC hier. Knife of Dunwall für den PC. Was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part. Ich kann mir überlegen, und wo sind die Angriffspläne? Oh, hier bin ich hier. Moment mal, hier war ich ja schon mal von der anderen Seite aus, dann will ich hier gar nicht hin. Ja, im letzten Part sind wir hier halt rumgelaufen. Wir haben halt so ein bisschen Stuff gebaut. Oh, Schluck auf. So, und jetzt holen wir uns die Angriffspläne. Hier geht's wieder raus. Okay. Gut. Ich glaube, wir sind hier schon in der letzten Mission. Ich weiß es nicht. Es könnte auch so allmählich der finale Part passieren. Mir ist gerade kein Wort eingefallen. Was könnte der finale Part denn erscheinen? Einfach da sein, ja. Okay. Ich habe so ein bisschen wieder neues Interesse an dem Spiel gefunden. Ich war nur wirklich ein bisschen angekotzt irgendwie. Da ist noch eine Rune, okay. Aber inzwischen geht's eigentlich wieder. Ich bin einfach mal gespannt, wie es sich noch entwickelt. Hier schleicht sich jemand herum. Mann, das war so gut und. Gut, aber ich kenne schon mal einen guten Weg. So, ich habe den Faden total verloren, weil ich mich hier immer so sehr konzentrieren muss und dann immer vergesse, was ich gesagt habe, sagen wollte, sage. Und ja, wir speichern hier jetzt jedenfalls nochmal. So. Nehmen wir uns nochmal die Angriffspläne. Sind das die Angriffspläne? Alles klar, okay. Diese Karte zeigt eine koordinierte Säuberung des überschwemmten Bezirks. Aber die Aufseher haben sich nicht an den Plan gehalten. Jemand muss ihnen das gesteckt haben. Oh, sie haben sich nicht an den Plan gehalten. Alles klar. Jemand muss ihnen was gesteckt haben. Okay, was muss ich jetzt noch tun? Ich muss zu meinem Assassin. Aufpassen, ein Herumtreiber. Huch. Ihre Befehle, Sir. Was sollen wir tun? Nehmt die übrig gebliebenen Aufseher gefangen. Tötet sie. Nehmt sie gefangen. Schnappt euch so viele wie möglich. Ihr Plan ist gescheitert. Und plötzlich sind alle weg. Ach ja, das ging schnell. Aber gut, umso besser. Hi. Berichte mir. Wir werden den Anführer des Angriffs befragen und sehen, was er noch weiß. Wenn er wieder wach ist. Die Aufseher marschieren zum überschwemmten Bezirk. Sie planen einen großen Angriff gegen uns. Aufseher Hume hat die Befehle ignoriert und früher angegriffen. Unsere Männer, die sie befreit haben, konnten die übrigen Fanatiker erledigen. Dieser Ort gehört wieder uns. Wie hat uns dieser verfluchte Aufseher gefunden? Es war mein Fehler. Ich habe Delilah gesagt, wo unser Versteck ist. Sie wollte, dass ich sie verrate. Du warst das. Aber das kann ich nicht. Dummes Kind. Du hättest ihm doch einfach nur die Kehle durchschneiden müssen. Er verdient Besseres. Es war idiotisch, auf dich zu hören. Du hast dich also entschieden. Gaut, ihr Verrat wäre der süßeste gewesen. Aber die Brickmore-Hexen werden ihr Ende so oder so herbeiführen. Sie hätten meinen Namen sofort wieder vergessen sollen. Ich denke, wir haben es doch beide gewusst, dass ich ihren Platz einnehmen würde, wenn es soweit ist. Ich war zu voreilig.
Sie waren nicht so schwach. Ich dachte, ich bereue nur die Wahl meiner Verbündeten. Delilah hatte Kontakt zu den Aufsehern. Ich dachte, unter uns dreien trifft es den Richtigen. Wir können den Fanatikern die Schuld geben. Aufseher Hume war zu voreilig. Mein Leben gehört Ihnen. Töten Sie mich oder lassen Sie mich leben. Wenn es Ihnen etwas bedeutet. Herzergreifend und erbärmlich. Wenn ich euch noch einmal sehe, dann reiße ich euer kaltes Herz heraus und ziehe euch die Haut ab. Ich würde sie gern töten, aber ich mach's nicht. Ich vergebe dir. Verschwinde. Verlass die Stadt. Geh mir aus den Augen, Billy. Ich schenke dir dein Leben. Was ist das mit dem DLC? Geht's jetzt mit The Brigma Witches weiter? Theoretisch. Mit 8 Jahren war Billy Lurks Traumberuf Kapitän. Doch von dem Moment an, als sie dir begegnete, wollte sie Assassine werden. Sie hat dich beobachtet, von dir gelernt. Und als sie merkte, wie du schwächer wurdest, wollte sie deinen Platz einnehmen. Und jetzt? Sie humpelt zum Stadtrand, bezahlt einen Schmuggler, um die Quarantänezone zu verlassen. Wird sich noch eine Weile nach Anzeichen der Seuche absuchen. Langsam werden Angst und Trauer von ihr abfallen, die sie aus Dunwall mitgebracht hat. Sie wird sich einen neuen Namen suchen und einen neuen Zweck für ihre Fähigkeiten. Selbst wenn Dunwall niederbrennt, wird man sich irgendwo im Kaiserreich an dich erinnern. Daud, Mörder einer Kaiserin. Daud, der das Leben seiner Verräterin verschonte. Opfer der Vergeltung. Cool. Billy Lück verschont, Alden Assassin gerettet. 2 Runen. Und ich glaube, damit haben wir diesen DLC geschafft. Wahrscheinlich steht jetzt hier noch To Be Continued oder so. Nö, einfach nur Credits. Ich esse jetzt mal kurz ein paar Gummibärchen. Wenn die Credits laufen. Okay, die Ladung noch. Den Rest lasse ich mir für nach dem Part. Damit haben wir das 2. DLC geschafft. The Knife of Dunwall. Ja, dann fehlt jetzt tatsächlich nur noch 1 DLC. Und das schließt dann dieses Projekt komplett ab. Dann Dishonored 2 wurde übrigens angekündigt auf der E3 vor ein paar Monaten. So. Das hier fehlt jetzt noch. Dishonored The Brigma Witches. Ach, dann war das hier. Okay. Mission, womit fing's an? Nicht ans. Rachedurst. Hat wahrscheinlich auch wieder 3 Missionen, vermute ich einfach mal. Oder hatte das andere 4? Keine Ahnung. Hier sehen wir uns jedenfalls beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao.